19 zum Stadionvlog gegen Borussia Mönchengladbach. Es ist eigentlich schon alles gesagt, ne? Vorberichten wirklich in anderen Videos. Es ist eine absolute Pflichtaufgabe für uns, heute einen Gladbach zu schlagen, das ja gerade so ein bisschen in uns Land rumhängt, das gerade nicht mehr so wirklich Lust hat aufs Fußballspielen, so wie es wirkt, und zumindest halt einfach die Saison noch zu Ende spielt. So wirkt es ja auf uns, vielleicht sehen es Gladbacher Fans anders oder sehen es gleich. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder so eine Situation, wo du denkst, ey, im Abstiegskampf gegen so ein Team, da muss ein Heimsieg her und am Ende bist du enttäuscht, weil du nur einen Punkt geholt hast oder weil du gar verloren hast. Hoffentlich nicht so eine Situation, aber ist alles nicht auszuschließen. Ich bin trotzdem sehr optimistisch, dass da was geht heute. Bochum leider gestern doch gepunktet. Wir hatten die große Schiri-Debatte wieder. Also ich glaube, es ist ohne Thema, dass da ja wieder viel, viel falsch lief, was VAR, was Schiri, was alles anging. Trotzdem auch so, Bochum einfach leidenschaftlich gekämpft und wir, wie wir auch, Dortmund einen Punkt abgekämpft. Ne? Deswegen trotzdem. Ein Sieg heute und wir sind punktgleich mit Bochum und weil wir das bessere Torverhältnis haben, wären wir trotzdem auf Platz 15. Also das Ziel bleibt gleich, heute an diesem Spieltag Platz 15 zu erreichen. Kurios auch angekündigt oder so halbwegs angekündigt, so ein bisschen durch Twitter zieht sich. Mal gucken, ob es stimmt, aber die Chance ist recht hoch, dass es ein Kurio gibt. Mal gucken, was es wird. Auch sehr, sehr geil, auch ein bisschen unerwartet, aber Bock drauf. Und wie gesagt, heute ist ein Heimsieg im Heimspiel ist heute Pflicht. Also 100% Pflicht. Ich gehe dahin, um nichts anderes zu sehen. Sage ich, wie es ist. Geile Stimmung, geile Choreo. Auf geht's.
Klo, bist eh schon Boxstar, komm. Stark. Guck mal, Ansage unten mit den Fans.
Schulterschluss vor den Fans. Boxstart, Boxstart. Weltklasse. So muss das nämlich. Auf, Jungs. In die Presse. Bola Sosa auf Podest, Alter. Brutal wichtig. Brutal, brutal wichtig. Verdientes 2:1 gegen Gladbach, aber von vorne ein paar Stichpunkte gemacht hier. Die Choreo. Richtig, richtig geile Choreo. Da wirklich ja direkt hinter uns begonnen. Also wirklich in der Reihe hinter uns lag die Choreo verteilten. Von da haben wir sie nach vorne geschmissen. Also die große Blockfahne dann. Da vorher auch schon die weiß-roten Blätter hochgehalten. Geile Choreo und sowas. Pusht dann nochmal komplett rein für so ein Spiel. Es pusht komplett rein von Beginn an. Stimmung war von Beginn an richtig, richtig geil. Habe auch ein, zwei Mal so ein bisschen leicht Gladbach rausgehört, so. In der ersten Halbzeit vor allem, noch in der zweiten eher weniger dann. Was nicht daran lag, dass wir leise waren oder so, aber Gladbach hat auch gut Support mitgebracht, fand ich. Das fand ich mal auch erwähnenswert dann an der Stelle. Erste Halbzeit. Stark gespielt. Man konnte ja, wie gesagt, habe ich auch im Intro gesagt, auch im Vorbericht gesagt, ein bisschen Angst ist da, dass der VfB diesen typischen VfB macht und eben so Chancen nicht mitnimmt, so Spiele nicht nutzt, wo du eigentlich von Beginn an weißt, ey, ja, der Gegner will ja eigentlich nicht mehr, so ein Spiel musst du ziehen. Wir haben es gezogen. Gute erste Halbzeit. Pretlo mit einer absoluten Weltklasse-Parade, also vor allem auch durch Hörensagen, sage ich das jetzt. Also im Stadion kam es auch schon als geile Parade rüber, aber scheinbar war die wirklich extrem, extrem krass. Mio eine Top-Leistung gebracht in der ersten Halbzeit, viele andere auch starken. Anton über 90 Minuten gute Noten bekommen, auch überall. Generell ist keiner so richtig abgefallen. Silas hat mir nicht so ganz gefallen. Sonst war eigentlich alles, recht okay bis gut, ne? Je nach Spieler halt. Tor gemacht, 1-0 in Führung gegangen, schon mit der Hacke, Gerassi, auch eher. Gerassi ist einfach für mich ein kompletter Boss. Das ist wirklich die Definition für mich von Boss. Hoffentlich fällt er nicht länger aus mit seiner, er wurde ausgewechselt wegen hier am Kopf, Platzwunde, aber so wie er am Ende mitgemacht hat, wurde auch erzählt, dass er am Ende noch mitgehüpft ist und so Geschichten. Also zumindest scheint da nichts weiteres zu sein, sondern einfach logischerweise auch hinuntergenommen wegen Platzwunde. Aber ich hoffe mal oder tippe auch dadurch mal darauf, dass der Mittwoch wieder spielen kann, was ja brutal, brutal wichtig wäre im Pokal. Nach zweiter Halbzeit wurde ein bisschen fader. Wir haben so ein bisschen, also gerade auch nach der Auswechslung von Gerassi wurde ein bisschen fader. Wir sind so ein bisschen geschwommen, war glaube auch ein bisschen übertrieben gesagt von mir dann im Vlog dann selbst. Aber so ein bisschen geschwommen und ohne jetzt die großen Chancen zuzulassen, hat Gladbach einfach ins Spiel zurückgelassen. Ne? Und das hätte nicht sein müssen. Haben sie das spannender gemacht, als es hätte sein müssen, über das gesamte Spiel gesehen, dann 1-1 durch 11 Meter, der einfach, ja, dumm, ne, Zagadou macht hier den hier, das ist halt, ja, Blackout, sowas musst du halt nicht machen. Leistung von Zagadou fand ich eigentlich okay, aber so ein Elfer zu verschulden, da stehst du halt immer irgendwie schlecht dann im Licht, ne, das ist halt kacke, 1-1, aber dann eben eine geile Reaktion direkt darauf, auch 5 Minuten später selber 11 Meter bekommen. Wir waren auch erstmal komplett überrascht oder waren eher erbost darüber, dass er wieder zum VAR raufläuft, war ja auch beim 1-0 schon so, dann die Elfmeter zum 1-1 so Geschichten, immer VAR. Immer VAR oben an, immer Schiri am Ohr oder sogar mal rausgelaufen zum Bildschirm dann. Wir dachten dann, scheiße, läuft der raus, nimmt das Ding zurück oder was? Läuft er zurück und gibt dem Rot, hat so im Stadion keiner wirklich gesehen, ist wohl vertretbar mit letzter Mann. Ich habe mich da auch selber quasi nochmal gebildet nach dem Spiel, habe mal gegoogelt, weil ich dachte, es gäbe diese Doppelbestrafung nicht mehr. Also, dass du Elfmeter und Rot gibst, aber gibt es offensichtlich immer noch. Auch meine erste Wirkung aus dem Stadion ist, ja, ein bisschen arg hart, waren doch schon viele noch dabei. Ob du zwingend Rot geben musst, ist so die Frage, aber hat er getan. Natürlich für uns dann in dem Sinne auch mal gut. Dann läuft dann Koulibaly an, hätte ich auch nicht gedacht, aber gut, dass er halt mit
ne, mit Gerasi einen Elferschützen draußen, du hast mit Silas mit einem Elferschützen draußen und der macht einen eiskalt. Tonks macht einen eiskalt und dann rennst du halt wirklich letzte Minuten in Überzahl mit einer Führung rum. Trotzdem nochmal Gladbach natürlich gekommen, ist ja logisch, die mussten ja mehr machen dann, aber keine klaren Chancen mehr zugelassen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Am Ende ein verdienter Sieg über 90 Minuten, der ja spannender war, als er hätte sein müssen am Ende des Tages und damit auch Platz 15. Platz 15, klar, punktgleich mit Bochum, ne, aber Torverhältnis ist besser, deswegen Platz 15 aktuell. Schalke, während ich gerade aufnehme, liegt auch hinten. Wenn die Hertha morgen auch verliert, sind es, glaube ich, wirklich 5 Punkte Abstand auf den direkten Abstiegsplatz. Das ist schon mal brutal, brutal wichtig. Dann fährst du ja nach Berlin in der Woche auswärts. Das wird auch brutal wichtig. Wenn du da gewinnst, hast du schon einen extremen, extremen Schritt gemacht. Und sie haben es auch gefeiert und gesungen nach dem Spiel. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, weil im doppelten Sinn, ne? Mittwoch, die große Aufgabe, Halbfinale gegen Frankfurt, kannst du ins Finale in Berlin einziehen. Samstag natürlich in der Liga, natürlich auch irgendwo noch wichtiger logischerweise für den Klassenerhalt in Berlin dann. Kranke Stimmung einfach, kranke Stimmung gewesen. Ich muss auch sagen, vielleicht, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, aber wirklich, wenn da am Ende das Spiel abgepfiffen wird, fällt erstmal diese ganze Spannung, Anspannung, alles fällt da erstmal ab und dann dieser erste Schlag, dann geht Paradise City an. Das macht Dinge mit mir. Das macht Dinge mit mir. Paradise City am Ende nach einem gewonnenen Spiel macht Dinge mit mir. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Was auch Dinge mit mir gemacht hat, war dann nach dem Abpfiff. Die Spieler kommen ran, unten quasi so in so einen Kreis rein. Ich glaube, in ein paar Kapos auch mit drin oder irgendwann ein paar Fans aus der Kurve unten mit drin gewesen. Glaube auch, das hab's auch gesehen jetzt auch, war eine richtige Erkennung quasi von mir von hinten. Es war das gute alte Finale-Banner, was wir damals als Choreo hatten im Halbfinale 2013 gegen Freiburg zuletzt. Und dann, ja, Sosa noch aufs Podest vorne mit ran, hat die Leute eingestimmt. Hier ist wieder komplett alles da. Weil eben auch alles stimmt, die Leistung stimmt, die Ergebnisse passen mittlerweile, die Jungs haben Bock, die Jungs geben Gas, war heute auch voll da, Einsatz, Kampf, war alles da. Und dann, ja, die Fans sind eh immer da und wenn es dann die Spieler auch was dafür tun, dann ist es gefühlt nicht zu stoppen hier. Also nicht sportlich gesehen, ne? Nicht übertreiben, aber rein von der Stimmung her, von der Euphorie her, von der Hoffnung her, vom Zusammenhalt her, ist dann hier wenig zu stoppen. Und deswegen extrem wichtiges Zeichen auch, dass ein Sosa oder dass ein Spieler generell wirklich auch mal 3-4 Spieltage vor Schluss dann quasi in der Kurve steht und Sachen quasi, Fangesänge und so Geschichten da anstimmt, habe ich so auch noch nicht erlebt. Also extrem, extrem wichtig. Schöne Situation. Am Mittwoch geht's weiter im Pokal gegen Frankfurt. Absoluter Bonus, wäre absoluter Traum, nach 10 Jahren wieder im Pokalfinale stehen zu können. Frankfurt ist auch schlagbar. Kolumani ist noch fraglich, was auch natürlich auch krass wäre für uns, wenn der ausfallen würde am Mittwoch. Auch mal schauen bis dahin. Noch wieder natürlich dann auswärts in Berlin in einer Woche. Schönes Spiel gewesen, schöner Abend gewesen oder schöner Samstagnachmittag gewesen. Mal wieder einfach rundum glücklich aus dem Stadion zu laufen. Einfach wunderschön. Danke fürs Zuschauen. Gerne eure Meinung und alles in den Kommentaren lassen. Natürlich gerne auch Like und Abo da lassen. Ganz klare Geschichte. Und bis zum nächsten Mal.